Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, seid ihr uns willkommen und wir hoffentlich auch in eurem Ohr wie ein Tornado, der durch euren Gehörgang schießt. Ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder zuhört und normalerweise würde ich jetzt sagen, hier kommt der andere, mache jetzt aber noch nicht, weil hier kommt zuerst einmal ein bisschen Werbung. Tja, Big Saving Incoming. Gleich vorweg. Mit Laufen 15 gibt es einen einmaligen 15% Rabatt auf alle Produkte von Pure Encapsulations auf www.purecaps.net. Wie und was das ist? Tja, also Laufen ist ja der ideale Sport, um körperlich fit zu bleiben, geistig zur Ruhe zu kommen. Aber das Lauftraining hat halt auch ein paar Herausforderungen in der Hinterhand. Nicht nur für Marathon- und Ultraläufer, sondern halt auch für Freizeitjogger. Durchs viele Schwitzen verliert der Körper wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und die Gelenke werden natürlich durch die Bewegung auch vermehrt beansprucht. Um jetzt jeden Laufmeter weiterhin genießen zu können, ist halt wichtig, dass der Mikronährstoffhaushalt im Auge behalten wird. Der Premium-Nährstoffexperte Pure Encapsulations steht uns dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung und den Produkten höchster Qualität unterstützend zur Seite. In jedem Produktionsschritt wird wirklich darauf geachtet, die weltweit strengsten Standards einzuhalten, um Mikronährstoffe in reiner Form frei von unnötigen Zusatzstoffen anbieten zu können. Und zudem dürfen viele Produkte, und das ist jetzt da für alle wichtig, des umfangreichen Sortiments wie Energie, Ausdauer, kontraaktiven Sport, die Siegelprodukte der Kölner Liste tragen. Also, mit dem Rabattcode LAUFEN15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen dem Zeug, das schon in der Kategorie Sales ist. Gültig ist das Ganze bis 1.5.2023 auf www.purecaps.net. Und jetzt viel Spaß. Und jetzt sage ich, hier kommt der andere. Servus, der andere. Ich bin jetzt fast ein bisschen beleidigt, dass ich da jetzt ausgelassen wurde. Ja, man muss weiß ich nicht, ob ich dir da antworten will. Na, okay. Man muss Prioritäten setzen. Mit dir kann man es ja machen. Richtig. Und wenn ihr das auch mit dem Flo machen wollt, dann geht's auf die Patreon-Seite und unterstützt uns, dann könnt ihr nämlich das Ganze auch noch ohne Werbung hören, was natürlich total cool ist für euch und für uns natürlich auch, weil das gibt's nicht für lau. Aber dafür ist es dann toll, toll. Wir haben uns hier heute eingefunden, um, wie introduce ich das Ganze jetzt da, ohne nicht von einer Superlative in die nächste abzugleiten? Wahrscheinlich gar nicht. Wir haben heute eine Dame bei uns, die, ich glaube, der Liebe der Berge nachgezogen ist, von fernab im hohen Norden in Schweden, in das Chamonix der Alpen, also der österreichischen Alpen, weil Chamonix ist halt auch in die Alpen, nämlich nach Tirol und ist dort schon seit 2003 beheimatet und hat dann zum Laufen angefangen, ist da ganz viel gelaufen und ich fliege jetzt nur einmal ganz kurz über die ganzen Erfolge drüber, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wovon wir reden. Karwendelmarsch gewonnen, Zugspitz-Ultra gewonnen, Großglockner-Ultra gewonnen, Transalpinrand zweite geworden, Transvulkania Top 5 gelaufen, die zweite beim UTMB 2019, also this kind of Top-Liga mit einer knackigen Zeit von 25 Stunden 34. Und dann auch noch abseits des Ganzen die erste Frau, die den Berliner Höhenweg unter 24 Stunden gemacht hat. Ich heiße herzlich willkommen die Christine Berglund. Grüß dich. Ja, grüß dich. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, weil also als derartige Top-Athletin in den Niederungen unseres Podcasts zu kommen, ist für uns eine Riesenehre. Und die wird da einfach gleich mal hart reingrätschen. Wie bist du nach Österreich gekommen? Also nicht jetzt mit Flieger oder mit Auto, sondern warum? Und bist du zuerst gelaufen oder bist du zuerst umgezogen? Ja, also das ist jetzt 20 Jahre her. Ich war 19 Jahre und ich wollte einfach in die Berge wohnen und
ja, dass es Tirol geworden ist, war eigentlich ein reiner Zufall, weil ich beim AMS in Schweden einfach so eine Anzeige gefunden habe auf Au-pair-Arbeit in Breitenbach. Und dann bin ich hergezogen. Und ja, in Breitenbach gibt es einen sehr aktiven und tollen Verein, Lauftreff Breitenbach. Und da hat das alles so angefangen mit dem vielen Laufen und so. Dann war ich eben, weil es mir echt gut gefallen hat, bin ich noch geblieben und habe dann in Logistik gearbeitet 2 Jahre. Und dann bin ich wieder nach Schweden und habe die Physiotherapieausbildung gemacht und bin dann gleich nach der Ausbildung wieder zurückgezogen hierher. Also ich habe immer da in die Gegend gewohnt, so Kramsach, Münster, okay. Breitenbach. Das heißt, Wohnen ist in Österreich schöner, die Ausbildung ist in Schweden besser. Aha. Check. Das heißt, die Ausbildung ist in Schweden besser, aber Leben ist in Tirol besser. Ja, nein, also zum Ausbildung müsste ich fast nach Schweden, gell? Das war so. Aber okay. Ja, und das mit dem Laufen hat dann so richtig angefangen eigentlich in Breitenbach. Ich habe total einen guten Anschluss gehabt in den Lauftreff. Und da war jeden Tag Aktivität, also das war Montaglauf und Dienstaglauf und Mittwochlauf und die haben mich dann mitgenommen auf verschiedene Events und so ist das geworden. Und dann war ich aber auch viel überhaupt unterwegs in die Berge, mit Zelt und ein bisschen so Bergsteigen oder so. Und ja, auf dem Weg ist es ja. Ja, aber was mich interessieren würde, ist, ich weiß ja nicht, aber wie ist so die Trail-Szene in Schweden? Weil du gesagt hast, du hast jetzt in Tirol eher angefangen. Ist das da jetzt nicht so, war zumindest dort, wo du gewohnt hast, jetzt nicht so eine aktive Szene, dass du dort irgendwie Anschluss gefunden hättest? Oder wie kannst du uns irgendwie da ein bisschen erzählen, wie das so in Schweden ist, jetzt im Vergleich zu Österreich? Also ich war 19 Jahre, ich komme auch aus gar keiner sportlichen Familie oder so. Ich bin aufgewachsen voll am Land auf einem Bauernhof, da war überhaupt so Sport nicht so hoch angesehen und halt so, gell. Das hat sich einfach so ergeben. Sicher, in Schweden bin ich schon auch gelaufen, aber für mich alleine eher und ab und zu in so einem Verein oder so. Und das mit Trailrunning, das war ja damals überhaupt nicht so in Mode. Und Trailrunning habe ich erst angefangen mit, ich glaube, 2008. Da ist nach Lauf. So in Lauftreff ist da ein neues Mädchen gekommen aus Deutschland und sie hat mir gefragt, wenn ich mag Transalpin Run laufen und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, und bis dahin habe ich nur so Marathons gemacht und also absolut auf kein hohem Niveau, also ich war kein guter Straßenläufer oder so und ja, dann sind wir Transalpin gelaufen, ja. Das ist der klassische Fall von falschen Freunden, die einem dann in das Ultra-Ding reinziehen und da irgendwann merken, dass das Spaß macht oder dass man in deinem Fall sehr gut ist und dann wird es ein bisschen mehr. Das war die Jutta, glaube ich. Ja, die Jutta Buschmann. Mit der du den Steiner heißt sie jetzt. Ja, und das hat mir voll gut gefallen. Also das war ja voll lästig, aber sehr, sehr anstrengend, und weil das so weit war, das war so die weiteste Strecke jemals oder sowas. Und ja, da hat es angefangen, aber auch am Anfang nicht so viele Sachen, sondern so 1-2 Läufe im Jahr, Cavendish und so. Und so richtig viel bin ich dann 2016. Da habe ich viele Läufe gemacht und dann war ich wieder verletzt, 2017 meine ich. Ja, und dann hat es einfach so, es ist einfach so weitergegangen, ja, keine Ahnung, das war. Dann habe ich auch da gedacht, es ist spannend zu sehen, wenn ich überhaupt 100 Kilometer machen kann und ja, so ist es noch geworden, ja. Es ist so spannend, weil
du hast angefangen, du bist aber gleich am Anfang sehr gut gewesen und das ist aber immer bergauf, bergauf, bergauf gegangen. Also vom Karwendelmarsch 2013 gewonnen, also den muss man halt auch einmal gewinnen. Und dann Zugspitze gleich ganz weit vorn. Und 2016 war dann sowieso ein Jahr, das quasi, du bist antreten und bist entweder Erste geworden oder beim Transalpin Zweite dann. Aber sonst alles gewonnen, wo du antreten bist. Und da waren halt schon Kracher dabei, weil Zugspitz Ultra, Großglockner, Schwarzach Trail und das alles in einem Monatsabstand. Es ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich, also wirklich viel an Umfang. Und was sich aber genauso dann durchzieht so ein bisschen ist, ja, dass du immer wieder auch hart auf den Boden der Realität zurückgeholt wurdest. Ja. Weil ich glaube, 2017 hast du dann irgendwie einen Ermüdungsbruch gehabt, wenn ich es richtig gemacht habe, vom Laufen oder was anderes, also jetzt der Ausgleichssportort oder so. Ja, das ist schwierig zu sagen. Da glaube ich, war das eher auch, dass ich eine Wunde gehabt habe auf den großen See und dann war ich in China und bin da ein Rennen gelaufen und wahrscheinlich total viel auf die Außenseite vom Fuß, weil dann habe ich da einen Ermüdungsbruch gehabt. Aber ich habe schon viele Verletzungen gehabt, absolut, ja. Und da so, ich glaube, ich bin halt auch eine Person, was das nicht so wahrnimmt, so viel, und möchte das gar nicht so wahrhaben. Also ich verdränge Sachen einfach, also Schmerzen so ganz gut, ja, und deswegen haut es mir eben auf den Boden ab und zu, ja. Das heißt, du musst es auf die harte Tour dann irgendwann begreifen, dass du vielleicht stillhalten musst, indem du dann eben starke Verletzungen hast und davor kannst du das gekonnt in Ultramanier wegignorieren. Ja, aber wirklich so. Also nicht bewusst, sondern ja. Aber solange man Sachen hat, was wieder heilt, immer dann und ist so, weil sonst bin ich nicht so ich muss das machen oder so, also da bin ich schon als Sportler, glaube ich, ganz anders als die meisten anderen, also es war immer einfach so diese Wille einfach da draußen zu sein für tun und ja, dann kommt es ein bisschen, wie es kommt. Das heißt, würdest du die gar nicht so als Wettkampf oder Wettkämpferin bezeichnen, sondern eher, also ist deine Motivation, das Ganze zu machen, eher, ich sage es jetzt ganz pathetisch, das Erleben draußen und in der Natur sein und so, weniger das Wettkämpfen? Ja, absolut. Also so, wenn ich da, wenn ich andere Athleten getroffen habe, die genießen auch wirklich voll so diese Wettkampfstimmung und so. Ich weiß zum Beispiel Ida Nilsson oder so, die mag das einfach extrem gerne, gell? Diese so Wettkampf, gell? Obwohl sie auch sie liebt es ja draußen zu sein und so, das auf jeden Fall. Aber ja, das habe ich vielleicht nicht so. Also die Wettkampfstimmung und nervös sein und so, das ist vielleicht nicht mein Lieblingszustand. Aber ich mag das einfach so, das Entdecken, die mit die Natur mitzuleben oder auch gerade so bei 100 Kilometer, dass du erlebst halt den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang und halt so das alles so miterleben und dann ist ja Trailrunning sonst recht ein einsamer Sportart und in die Rennen, da kommt man halt zusammen mit Gleichgesinnten und wir erleben einfach was gemeinsam, aber jeder auch alleine, gell? Und das finde ich total toll, also es ist einfach voller Sinn, ja. Wie ist das, wenn du sagst, du genießt es und du bist gar nicht so der Wettkampf, also der Wettkampftyp oder diejenige, die das so genießt, wenn man so weit vorn mitspielt und Dinge gewinnt,
er musste ja trotzdem trainieren wie böse, weil also und auch wirklich auf Zug laufen und auch wirklich auf ambitioniert das machen, weil du warst ja bei den ganzen Rennen nie als, wie nennt man das, Trail-Tourist unterwegs und hast gesagt, oh ja, vor der Cut-off-Zeit, das passt schon. Also, ja, wie geht nein, das zusammen? Nein, sicher, das sicher auch nicht, gell, aber ja, das ist ja halt so ein Wettkampf, was ich habe mit mir selber, oder? Also so, ich denke vielleicht nicht so viel an, wo alle anderen sind oder was andere machen und so, sondern es gibt ja andere Ziele auch, dass man ein schönes Gefühl hat, dass man die guten Gedanken hat, wenn man läuft oder das so, ja, das ganze Erlebnis einfach, gell, und man möchte das ja doch auch optimieren, sich gut fühlen vor allem. Und da habe ich schon auch viel gelernt. Also ich habe schon auch, ich war das erste Mal so groß gelockt, das war ja eine Katastrophe nach der Hälfte. Da war ich auf 7. Platz oder so und war total, wollte aufgeben und war voll fertig. Und dann habe ich was gegessen und so und auf einmal ist wieder super gekommen. Und so geht es so auf und ab. Und ja, aber das ist ja auch das Spannende beim Ultra. Da kann so viel passieren und da muss man sich immer pflegen und halt schauen, dass man sich immer gut fühlt. Ja. Und natürlich ist wahrscheinlich auch ein Wettkampfgeist auch, aber schon wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja. Ich würde es auch nicht so. Es ist, ich glaube, eh schwer, in Worte zu schreiben, aber ich glaube, jeder, der das tut, ich kann das eh ganz gut nachvollziehen, was du meinst. Aber was ich noch vorher vielleicht ein bisschen aufgreifen wollte, ist, weil du auch gesagt hast, deine Leidensfähigkeit und dein Wegschieben können von Schmerzen, die dich dann oftmals in eine Verletzung bringen. Glaubst du auch, dass das vielleicht das auch wiederum deine Stärke ist im Ultra selbst, dass du eben das dann so gut verdrängen kannst und dann doch so über oder in den Schmerz reingehen kannst, um dann vielleicht eben das zu leisten, was andere vielleicht nicht leisten können. Und deswegen, dass du so dann durchaus sehr erfolgreich laufst? Ja, das ist sicher so, ja, absolut. Also das ist auch, eine Stärke vielleicht auch, ja. Es ist ja immer eine Gratwanderung, weil ich ganz, was soll ich sagen, stolz bin ich auch nicht über das, weil ich finde halt, man soll schon gesund auch bleiben und halt wissen, wo die Grenzen sind. Ja. Aber ein Ultra ohne Schmerz geht halt, das wird ja nie passieren, ne? Also das ist halt ja so utopisch. Aber die Frage ist, wenn man halt immer in seiner Komfortzone bleibt und immer in einem Bereich bleibt, wo man quasi den Schmerz verweilt, dann wächst man auch nicht. Also ich glaube, dass man heutzutage den Schmerz oft zu sehr negativ behaftet, im Sinne, dass er zu vermeiden ist. Der gehört genauso wie die guten Momente dazu und genauso wie du durch die guten Momente wächst du halt auch durch den Schmerz und irgendwann wird das, was du vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten hast, plötzlich normal oder möglich und ich finde, das gehört irgendwie zum Leben dazu und deswegen ja, ist das halt einfach so. Ja, genau. Und auch auch mental, ich meine, man hat dann auch Tiefs, genauso wie im Leben halt so. Und dann macht man halt weiter und versucht zu probieren, was funktioniert, was tut mir jetzt gut oder was habe ich für Bedürfnisse. Und ja, das ist auch das Spannende dabei, gell? Also so, und wenn man keinen Schmerz oder keine negative Gefühle oder so, da brauchst du ja gar nicht zum Start gehen. Also da um das geht's ja nicht. Also du weißt ja auch nie, oder wenn man auch wartet auf den optimalen Zeitpunkt oder so, das wird in meinem Leben auf jeden Fall nie passieren. Also da und es ist halt nie garantiert, wie so ein Ultra laufen kann. Also du kannst irgendwie so gut wie es geht vorbereitet sein und glauben, du machst das Rennen deines Lebens und dann wird's ein von vorne bis hinten verregnetes Ding und du weißt nicht, wie der geschieht und du stapfst im Knie hoch im Matsch und
das ist so ist das Leben, so ist der Ultra und man lernt dann mit einer gewissen Gelassenheit das Ganze zu betrachten. Na, mir ist heute wieder, hat mir jemand eine Geschichte erzählt, der liebe Gunther, der gesagt hat, ein Bekannter, der top vorbereitet in das Spine Race gegangen ist. Und nach 2 Kilometer hat einmal ein Kameramann gerammt und er hat den Unterarm gebrochen und hat aussteigen müssen. Also, ja, eben. Das ist bitter. Also, egal, du kannst einfach nicht wissen, wie sich so ein Rennen entwickelt. Das ist ja voll cool. Man hat einfach keine Ahnung, gell, wie das da so. Das ist schon spannend, ja. 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 Aber hilft es dir, weil du hast ja die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und. Oder du bist jetzt Physiotherapeutin und tust das auch. Ist das gut oder ist das schlecht für dich im Sport? Im Sinne von, analysiert man sich das selber über oder unter, dass man einfach zu viel wegdrückt dann, wenn man sagt, ach, das wird schon, das kann man nachher wieder austherapieren? Oder kannst du das im Wettkampf dann zuordnen, diesen Schmerz? Quasi, dass du sagst, ist ein Schmerz, den ich ignorieren kann? Ist ein Schmerz, oh, das könnte was sein? Oder wie geht man damit um, wenn man quasi aus dem Fach kommt? Also früher habe ich sicher, wenn ich wo weh habe, dann lese ich ganz viel. Also da bin ich schon überhaupt, wenn ich morgen was wissen, da informiere mich schon ganz viel über das, gell? Also auch wenn das ist mit dem Körper oder aber ich denke da nicht so viel an meinen Beruf, wenn es an Laufen geht und ich habe ja ich glaube, wenn ich weh habe, dann tue ich das meistens einfach wegverdrängen, ja. Also, aber ich informiere mich dann schon und natürlich also habe ich ein hohes Wissen über den Körper. Und das glaube ich ehrlich gesagt, dass fast alle Ultra-Menschen haben. Und Der Flo, du hast das ja gehabt schon ein, zwei Mal, dass du wirklich Schmerz nach einem Unfall gehabt hast beim Ultra und dann nicht gewusst hast, ist das jetzt ein Schmerz, der bleibenden Schaden verursacht oder ist es nur, es tut halt jetzt weh. Und das ist halt, wenn man es nicht genau weiß, eine schwierige Entscheidung. Also, ja, also, wenn du ihn zum ersten Mal hast. Aber ich hab nur so gedacht, dass du wahrscheinlich das tust, was du keinem deiner Klienten rätst, nämlich den Schmerz einfach ignorieren und quasi nichts tun. Das ist der sichere Weg, wie sie dann irgendwann zu dir kommen und Klienten werden, weil sie dann Probleme haben, die sie dann irgendwann nicht mehr ignorieren können. Also das ist, wenn du das jedem verschreibst, dann hast du einfach nur mehr Kunden. Das ist Vorteil. Ja, genau. Ignorieren und dann 10er Block buchen. Aber ja, ich glaube, das ist generell schwierig. Wenn es wahrscheinlich, also stelle ich es mir vor, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, weißt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich denke mal, manchmal ist es auch schwierig, wenn du irgendwo bei Kilometer 70 bist und dann tust du irgendwie weh, da noch irgendwie groß nachzudenken. Da weiß ja jeder, wie schwierig die einfachste Mathematik ist. Wie soll man dann sich an sein gelerntes Wissen irgendwie erinnern? Also stelle ich mir zumindest vor, also ich bin da zu nicht mehr viel großartigem Denken in der Lage. Nein, und also wenn das wäre in ein Rennen, da muss man einfach schauen, wie man da weiterkommt oder was könnte ich machen, dass das vielleicht nicht mehr ist. Oder ich glaube auch, dass ich oft so denke, okay, ich laufe jetzt 5 Kilometer und schaue, was dann ist, oder? Und vielleicht hat man es eh schon vergessen, oder es ist ja, ich weiß es nicht. Es ist auch so lange her, dass ich jetzt Rennen gelaufen bin und also in ein Rennen habe ich mich nie verletzt, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, das ist spannend, weil du hast eben 2017 hast du einen Ermüdungsbruch gehabt. Ja, da war das halt schon. Das habe ich mir, da habe ich schon vorher Fußweh gehabt, also und danach dann noch recht. Ne? Aber ja. Aber dann bist du zurückgekommen bis 2018 wieder alles Mögliche in Grund und Boden gelaufen. Und dann 2019 eben der Wahnsinnserfolg eben beim UTMB, weil dort aufs Treppchen laufen muss man halt einmal machen. Ja. und vor allem auch in der Zeit. Und dann hast du dir ja, glaube ich, das Knie verletzt.
Aber heute nicht beim Laufen. Ja. Nein, beim Skitour gehen. Und danach hast du dich, glaube ich, wieder zurückgekämpft, wieder gelaufen. Dann ist kommen eben die Geschichte mit dem Berliner Höhenweg in unter 24 Stunden. Also da habe ich ja dann auch noch ein, zwei Fragen. Und dann hast du wieder weh dann, beim anderen Knie. Ja. Wieder beim Skifahren. Ja. Hast du daraus gelernt, welche Sportarten gut und welche schlecht sind? Ja. Ja, das habe ich jetzt. Aber also so zwischen das, also nach dem ersten Kreuzbandriss, da habe ich gar nicht mehr an das gedacht. Also ich war wirklich gut rehabilitiert. Aber nach dem zweiten, da habe ich echt so, boah, also nicht nur einmal. Also das war einfach Pech. Ich bin keine gute Skifahrerin oder so, aber ich gehe schon gern Skitour. Und das war einfach nur, ist einfach blöd gelaufen. Und so, aber jetzt bin ich schon ein bisschen vorsichtig, ja. Nee, beim Skifahren passiert halt auch schnell was, also weil du einfach eine Geschwindigkeit relativ schnell hast und du hast halt irgendwelche starren Dinger unter dir dran und plötzlich hast du irgendwelche Scherkräfte oder Drehkräfte, auf die der Körper so nicht eingestellt ist. Ja, genau. Und die Bänder erst recht nicht. Also. Nein. Und das sind schon andere Verletzungen. Also immer Kreuzbandriss, das heilt ja auch oder der wurde operiert und das ist ja nicht so schlimm wie, also es gibt ja schlimme Sachen, aber ja, das war auch eine interessante Erfahrung, da habe ich wahnsinnig viel gelernt von meinem Beruf und ja, nein, das möchte ich nicht unbedingt wieder rein. Aber jetzt hast du eh schon beide Knie durch, also jetzt müsstest du irgendwie vielleicht die Arme aussuchen oder so irgendwas. Und die braucht man zum Laufen nicht, das geht. Ja, aber wäre vielleicht schon ganz praktisch, wenn du das hättest. Ja, aber die müssen nur anwesend sein. Ja. Bist du jetzt da wieder nach dem zweiten Mal quasi wieder im Lauftraining oder bist du noch am Weg zurück? Ja, ich bin schon eher am Weg zurück, ja, das dauert ein bisschen und dann ein bisschen andere Sachen im Leben, also so, ich habe wirklich mich viel konzentriert aufs Laufen, vielleicht nicht so extrem wie so strukturiert oder so, aber ich habe halt schon mein Leben auf das aufgebaut, ein bisschen so das Draußensein und so. Also mit Training und so mache ich halt schon auch anders als viele andere, glaube ich, dass du so, ich bin halt nicht so, was möchte alles mögliche kannst aufschreiben und messen und so, das mag ich nicht so viel. Aber ich verbringe enorm viel Zeit draußen. Auch nicht nur mit Laufen, sondern einfach viel draußen sein, ja. Nein, vor allem das ist eben draußen sein in den Bergen, von mir aus Wandern, Bergsteigen, egal was auch immer. Also diese Zeit auf den Beinen, glaube ich, ist ja fürs Ultralaufen oder fürs Trailrunning ja unheimlich viel wert, weil Trailrunning ist ja nicht immer nur Laufen, ist ja halt manchmal auch Gehen. Ja, oder sehr viel, so. Ja. Und da hilft es dann, glaube ich, schon sehr, wenn man diese wahnsinnige Grundlage hat, dass man einfach ewig lang irgendwas machen kann. Ja, das stimmt, ja. Das glaube ich auch, ja. Und grundsätzlich sind die Ausgleichssportarten in den Bergen ja auch sehr vorteilhaft, weil du dann einfach dich wohlfühlst im Gelände und wir Flachland-Wiener, wir tun uns da dann ein bisschen schwer, wenn wir nicht die riesen Berge vor der Haustür haben. Das ist einfach was man so halt nicht nachholen kann, wenn man nicht dort wohnt. Was für mich bei diesen, wenn du sagst, du hast 2017, 2019, ich glaube 2021, also immer im Zwei-Jahres-Abstand dir eine Verletzung aufgerissen. Wie hältst du da die Motivation hoch, dass du sagst, ich will wieder zurückkommen, ich will wieder laufen, ich will wieder das machen? Also ist da manchmal auch ein bisschen so eine Verzweiflung drin, dass du sagst, na, eigentlich drei Tüten Chips, Cola, Couch, Fernseher? Oder sagst du, nix, ich will wieder raus, ich will wieder Sport machen und das ist sofort da? Also das muss ich nie so überlegen oder so. Also ich bin ja einfach auch nicht so...
ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich wieder Rennen machen werde, aber ich hoffe und ich möchte das schon. Aber wenn ich nicht will, dann mache ich das nicht. Also das ist nicht irgendwas, was ich so erzwinge oder so. Gell? Hm. Aber ich mag, aber das, dieser Bewegungsdrang, das ist so in mir drinnen, das muss ich mir nicht so motivieren oder so. Gell? Und, hm. Und so in der Freizeit tue ich sonst auch, also Yoga und solche Sachen. Gell? Oder ich, wie ich gesagt habe, ich bin einfach viel draußen, auch wo ich mich nicht bewege. Also ich bin viel hier bei den Aachen, das ist so ein Fluss, was wir haben, oder ich bin einfach draußen so, gell? Also mhm. Dass ich mich da hinlege und auch auf dem Fernsehen schaue und so, das glaube ich, wird eher nie passieren, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, hier jetzt auch mit dem Computer, den habe ich, glaube ich, seit August nicht eingeschaltet, weil das brauche ich auch nicht so oft. Also da, ich habe das Handy halt und in der Arbeit haben wir auch einen Computer. So. Das, ja, das reicht dann schon. Rechtzeitig, ja. Genau. Naja, du hast ja, glaube ich, den Vorteil, dass du, also du bist ja jünger wie wir beide, aber trotzdem jetzt schon über 30. Puh. So ist bald 40. Dünnes Eis, aber hingekriegt. und du bist in einer Läuferinnen-Generation, glaube ich, wo einfach das Trailrunning vom Start weg noch nicht so professionalisiert war, ist, so wie es jetzt ist. Weil wenn man jetzt da schaut, wenn du jetzt da schaust, wer jetzt da mit 17, 18, 19, 20 quasi auch in diesen kurzen Trailrunning-Serien daherkommt, das sind halt, ich würde jetzt da sagen, Profiläuferinnen im Endeffekt, die vorne mitlaufen, die einfach, das ist ihr Job, das zu tun. Und du hast einen Job, also du hast einen Brotjob und machst das Laufen zum Spaß und hast natürlich auch in der Qualität den einen oder anderen Sponsor, aber du bist, glaube ich, nicht abhängig davon. Nein, also von dem kann ich absolut nicht leben, aber das möchte ich auch nicht. Also so, ich glaube, dass das sich jetzt extrem verändern wird. Also die kommenden Jahre, das wird einfach nicht das Gleiche werden. Und mir kommt halt vor, das letzte Jahr eigentlich auch, seit das da mit UTMB und Ironman und also das verändert sich ja einfach gewaltigst. Naja, wenn man sich anschaut, eben Ironman, UTMB, dann gibt es eben die Racing-Serie von Salomon, dann gibt es noch eine andere Racing-Serie, die habe ich jetzt vergessen, die auch quasi von einer Marke gepowert wird, wo du einfach sagst, okay, jetzt kommt halt schon langsam wirklich Geld ins Spiel. Mhm. Und in unserer Generation oder bis vor ein paar Jahren ist es halt, ja, du hast einen Wettkampf, bist gelaufen, du hattest Spaß und die vorne sind, haben halt ein Körperlgeld gekriegt oder haben die Schuhe oder den Rucksack oder keine Ahnung oder die Unterkunft halt gekriegt. Und jetzt, wenn man sich anschaut, was jetzt im Winter passiert ist, mit derjenige ist von dieser Marke zu dieser Marke gewechselt und der ist von dort noch da gewechselt und es hat quasi sowas wie eine Ablösesumme gegeben und so. Also ich glaube, vor 4 Jahren hat sich jeder gedacht, Ablösesumme. Genau. Das habe ich auch noch nie gehört. Echt, oder? Ja. Okay. Ja, ja. Also jetzt zum Beispiel gewechselt haben die Mimi Kotka hat gewechselt. Ja. Zu Kraft von Hoka, der Tim Tollefsen. La Sportiva, genau, der Tim Tollefsen ist von Hoka gekommen und ist auch zu Kraft gegangen. Dann die Sarah Alonso hat gewechselt zu Asics. Im Trail, das ist, kann man machen. Also ich wäre jetzt da quasi keine Trail-Marke für mich gewesen, bis jetzt da, aber spannend. Adidas mit Terex ist ganz stark jetzt in das Business quasi eingestiegen. Jetzt sind auch 2, 3 von Salomon auch weggewechselt, inklusive natürlich in Kilian, aber gut, der Kilian hat einfach gesagt, ich wechsle weg, hier ist meine eigene Marke. Ja. Genau. Also ich glaube dadurch, dass jetzt wirklich die ganzen Marken entdeckt haben, diesen Sport, dass da richtig, richtig jetzt was
passieren wird in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren. Aber ich finde das Schöne ist, dass man, ich meine, wir haben eh schon öfters diskutiert, was auch UTMB macht und mit dem Ironman, das kann man alles lieben oder nicht lieben, aber zumindest derzeit noch, es gibt halt schon noch die kleinen Läufe, wo man ungestört und mit, im alten Spirit noch, sag ich mal, teilnehmen kann, wo es noch keine aufwendigen Lotterien gibt oder was auch immer. Oder wie auch in deinem Fall vom Berliner Höhenweg. Ich meine, die Strecke ist ja das ganze Jahr da. Man macht einfach seinen persönlichen FKT oder man macht es offiziell und rennt das Ding einfach. Also ich finde, das Schöne dran ist, dass es so kommerzialisiert das Ganze vielleicht auch manchmal wird. Wenn man das nicht will, muss man nicht teilnehmen und kann den Sport trotzdem vollumfänglich ausleben. Mhm. Ja. Na, absolut, aber für mich ist es schon doch also die großen Events schon cooler. Gell? Also das ist einfach, UTMB ist einfach UTMB und die Stimmung ist einfach unschlagbar. Gell? Oder Transvulkane und so, das ist einfach ein anderes Kaliber, gell? Und ja, es ist schon verdammt schön. Und das finde ich wieder voll lässig, ne? Und da brauchen die wahrscheinlich ein bisschen, man braucht ja dann Sponsoren und Geld und so weiter auch, dann, gell? Das, und natürlich konnte ich hier ausgehen, jeden Tag und 100 Kilometer laufen, wenn ich mag, aber das ist ja nicht das, also man möchte ja auch diese Stimmungen und auch die Leute und halt so, oder ich auf jeden Fall. Und so, gut ja. Nachvollziehbar. Also da sind wir in Österreich, haben wir ja sehr, also haben wir Gott sei Dank auch eine längere Tradition mit Bergläufen und solchen Geschichten, wo man wirklich, ja, jedes zweite Wochenende finden wir irgendwo was, wenn man, ja, manchmal nur 50 Teilnehmer, manchmal, was weiß ich, beim Großglockner zum Beispiel viel oder beim IRTF oder beim Mozart oder so weiter, das sind halt dann die Großen. Ja. Und jetzt da dieses Jahr halt die WM. Also das wird ja dann richtig groß. Mhm. Aber ich gehe davon aus, die wirst du dir auch nicht im Fernsehen ansehen, sondern eher vor Ort, oder? Ja, das würde ich schon, ja. Ich freue mich schon auf die Leute und halt, da kennt man doch viele Menschen und das ist eben, dass du triffst du diese Leute, was man so getroffen hat über die Jahre von überall her, das ist schon cool, oder? Wir kommen ja einfach von Kanada und Schweden und Australien und was weiß ich, überall und man weiß die schon so lange und man freut sich mit denen und die werden ja eine Hammerstrecke haben, also ja also voll lässig, ja. Wär's, also das ist natürlich jetzt eine blöde Frage, ob du gern dabei wärst. Die Frage, die sie eher aufdrängt, ist, willst du irgendwann nochmal zur WM kommen? Weil jetzt, okay, beim Wiederaufbau, wenn man krank war, ist es doof, aber ist das so ein Ziel von dir, dass du irgendwann sagst, einmal bei der WM dabei sein wäre schon lässig? Boah, das muss nicht WM sein. Also da habe ich schon andere Ziele vielleicht, die ich wirklich gern laufen würde. Ist so, wenn mein Körper das schafft, sozusagen, weil ich war schon sehr müde jetzt auch, gell, und halt habe einfach auch nicht trainieren können. Aber und da so mit so einem Gefühl möchte ich sowieso nichts erzwingen oder es muss ja von innen kommen auch, dass man möchte diese lange Strecke, das ist ja einfach nicht irgendwas, was man so macht, gell, sondern man muss ja, also man muss ja das wollen von innen, gell, 100 Kilometer laufen oder so und WM ist halt vielleicht nicht so, weiß ich nicht, also ist halt nicht so wichtig. Ja, ich möchte halt gern zum Beispiel Chamonix 90er würde ich gerne einmal laufen. Das ist auch da der Marathon, was da im Juni ist. Der Mont Blanc Marathon heißt der, glaube ich. Ja, genau. Also die sind so Läufe, was in meinem Kopf ist, schon seit die angefangen haben zum Laufen, oder? Das also ist so die Bucketlist. Ja, so genau. Oder Madeira würde ich auch sehr gerne. Und mein allerhöchster Team wäre der Diagonale Fou.
Ah, ja, also ja. Viel also, lieber Diagonal de Fou als irgendeine WM. Also das so, und das kann ich auch nicht beschreiben, warum das so ist. Das ist einfach in mir, so, das sind meine Ziele oder meine Träume. Ja. Ja, man muss es dann auch irgendwie wollen. Wenn man es nicht, von innen heraus wirklich selbst will, dann hört man auch irgendwann einmal auf, wenn es wirklich hart wird. Und gerade, also ich habe das gerade bei meinen 100-Meilen-Versuchen schmerzlich erfahren müssen. Das geht dann nicht. Aber was ich nur sagen will, also was man immer wieder sagt, ja, ist, wenn man Diagonal de Fou machen soll, sollte man vorher eh Matera machen, wie du gesagt hast. Der Freund des Podcasts, die wird liebevoll die Bergziege genannt. An dem Grund sind wir dann ist auch schon wieder 5-6 Jahre her, glaube ich, sind wir noch Matera gefahren. Wunderschöne Strecke, wunderschön, aber hart. Mhm. War eines meiner härtesten Rennen. Ich war definitiv nicht so schnell, wie du jemals sein wirst. Bist du denn gelaufen? Ich bin da schon mal gelaufen, ja. Okay. 2018, oder? Ja, 17, 18. Ich habe nur noch Stiegen in Erinnerung, ganz viele Stiegen. Ja. Elendiglich viele Stiegen, steil ohne Ende. Also du startest ja da irgendwo im Westen und laufst da irgendwie die Insel so da quer. Und irgendwie nach 200 Meter geht es steil rauf, da haben wir gedacht, holla, wenn das so weitergeht, wird das aber anstrengend. Und das ist anstrengend plan. Wenn du es nachhören willst, wie es ihm gegangen ist, Folge 35, okay, 3. Ja. Mai 2018, 2018 war es. Ja. Ja? So lange gibt es den Podcast. Aber wunderschön, schon. Oder? Wunderschön, also ja, von Landschaft wirklich, wirklich traumhaft. Einer meiner schönsten Rennen, die ich je gemacht habe, aber auch einer der anstrengendsten. Da habe ich meine ersten einzigen Halluzinationen gehabt. Im Ziel habe ich nicht mehr können, körperlich und emotional. Ich war so im Eck wie noch nie in meinem Leben. Ja. Aber ich habe das Ziel geschafft. Sehr, ja. Mit letzten Kräften. Ich habe die Geschichte eh schon sicher oft erzählt, aber ich bin 500 Meter vom Ziel, habe ich dann das Handy auftritt. Meine Freundin hat mich damals angerufen und ich habe abgehoben und ich habe sie gefragt, wie es mir geht. Und ich habe schluchzend, ich kann nicht mehr. Dann hör halt auf. Ja, aber ich zähle schon das Ziel. Dann geh ins Ziel, aber ich kann nicht mehr. So ist es ungefähr 5 Minuten gegangen, bis ich dann im Ziel war. Ja. So ungefähr ist es mir gegangen. Ja. Dir wird es wahrscheinlich besser gehen, weil du bist ein bisschen schneller unterwegs als ich, weil wir haben 30 Stunden damals, glaube ich, gebraucht. Das weiß 31. Ich jetzt nicht mehr, aber ja. Ja, es wäre schon cool, aber ich weiß schon, das sind viele Stiegen und ja, und da muss man anders trainieren, ein bisschen auch. Ja. Und ich möchte halt, wenn ich sowas mache, wieder also schon gut vorbereitet sein, was das hat mir auch coole Erlebnisse. Ja. Weil das könnte dann auch schief gehen, das ist schon klar, so Tagesverfassung und, aber der Körper muss, der Bewegungsapparat und alles muss ja halt einfach. Und was uns die eine bisschen doch erzählt hat, in einem Tag auf Matera kann alle 4 Jahreszeiten irgendwann durchleben. Ja. Also wir haben gehabt von strahlendem Sonnenschein bis Regen, Schnee haben wir nicht gehabt, aber sonst haben wir, glaube ich, alles gehabt, was das Wetter so hergibt. Windig auch, oder wie? Ja, das war irgendwie alles kalt, dabei. Oder wie? Kalt, es ist eisenregend, eine Stunde in der Nacht, es hat die ganze Nacht geschüttet. Das war Spaß. Ah, das mag ich nicht. Ja, das ist. Aber das Ding ist halt, auf Matera ist halt wahnsinnig grün und das ist irgendwie so, dass die ganzen Wolken, die da irgendwie drüber ziehen, bleiben halt irgendwie durch Hinsel hängen und da kann es halt relativ oft regnen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Deswegen ist das auch so, die Blumeninsel. Ja, schaut echt voll cool aus, ja. Aber Regen ist ja schon doof, ja. Naja. Regen und das ist so nass. Das für Peter wär's der Wind. Das ist Peter sein Nemesis. Ja, also wenn es stürmt, Sturm, kalt und Regen. Also wenn die drei Sachen zusammenkommt, dann will man nicht in meiner Nähe sein. Außer man will ausgiebige und sehr wortreiche Flüche hören. Und das kann ich dann auch eine halbe Stunde vor mich hinfluchen, warum das jetzt sein muss und warum ich jetzt da bin und warum das so ein Scheiß ist. Aber nachdem du schon UTMB und sowas gefinisht hast, kannst du auch gleich zum Master, zum Diagonal de Fou gehen und der ist dann vielleicht weniger nass. Kannst du den kleinen Bruder überspringen. La Réunion weniger nass, glaubst du? Da weiß ich nicht, wie die Insel ist. Also ich weiß nicht, ob das so schlimm ist wie auf Matera oder so oft. Nein, ich glaube auch wahnsinnig technisch einfach. Ja, wahnsinnig technisch.
Deswegen. Ja. Also das, ja, Wurzeln waren halt viel. Also, ja. Du wirst das schon machen. Aber ist da jetzt auch viele Rennen gelaufen und so? Oder seit wie lange machst du das? Oder wo ist das Interesse? Seit wie lange gibt es einen Podcast? Ein Podcast gibt es seit 2016, also Ende 2016. Mhm. Ah, okay. Ich glaube sogar am 1.1.2016 oder 2017 ist er ins Leben gerufen worden. Oder so irgendwas. Ja, also ich habe, also ich kann ja nur ich will jetzt mal für mich sprechen, ich habe auch schon Transvulkane gemacht. Ich habe zeitlang immer gute Gründe gesucht, irgendwo anders Urlaub zu machen, indem ich mir einfach ein Rennen dort gesucht habe. Mhm. Und wollte halt so die berühmtesten oder die bekannten Ultras in Europa mal ausprobiert haben. Mhm. Und Transvulkania war halt auch, wie du gesagt hast, von der Stimmung her und von den Leuten her wahnsinnig toll. Also das war da beim Checkpoint, also beim ersten VB, wie man da durchläuft und die Leute jubeln einem zu, als hätte man gerade die Tour de France gewonnen. Das war geil. Ja, voll. Und auch die Insel ist so schön, gell? Ja. Auch die Strecke ist schon mega cool, ja. Mhm. Obwohl vom Rocco de los Muchachos runter habe ich dann irgendwann so da habe ich irgendwann bergab dann verflucht, weil ich schon immer runterlaufen wollte, aber ja. Ja, also so lange dauert nicht, ja. Also seit wie lange läufst du es denn so? Ich glaube, ich habe angefangen. Ja, und ich habe angefangen 2016, glaube ich, habe ich zum Laufen angefangen. Mhm. Und meinen ersten Ultra bin ich gelaufen 2018 vielleicht. So irgendwas. Der Peter war auch falsche Freunde, nämlich mich. Ja, falsche Freundin Flo, der hat gesagt, du, länger als Marathon laufen ist total gut. Und ich gesagt, ja, genau. So. Na dann, ja. Machen wir das. Er ist fast seinen ersten Ultra gelaufen, bevor er seinen ersten Marathon gelaufen ist. Der Trainingslauf damals. Echt? Wow, okay. Ja, wir haben einen Trainingslauf gemacht. Der Flo hat trainiert auf seinen ersten 100-Meiler. Mhm. Und ich bin beim Trainingslauf mitgelaufen, dass wir uns die Strecke einmal anschauen. Wir fahren 3 Runden in der Nähe von Wien. Und ich bin dann extra nach 35 oder 36 Kilometer in den Zug gestiegen, weil ich gesagt habe, das gehört sich einfach nicht, dass ich meinen ersten Ultralauf im Marathontraining, das kann man nicht machen. Das war eine Woche, das waren es 2 Wochen vor deinem ersten Marathon, was du gedacht hast, das ist vielleicht keine kluge Idee, wenn ich einen Marathon laufe, bevor ich einen Marathon laufe. So. Ja. Witzig. Ja. Aber es hat dann nicht lang gedauert. Ich glaube, 5 Monate später war dann tatsächlich der erste Ultra. Ja, ja. Ja, sage ich, falsche Freunde. Ja. Und mittlerweile, was ist, weil du vorher gesagt hast, Diagonale de Fou und Madeira und Gehgut und so weiter, ist das so deine, ich sage jetzt mal Lieblingsdistanz, so die 100 Kilometer, 100 Meilen, also diese ganz, ganz langen, ich weiß nicht, das gibt ja noch 200 Meilen auch, aber was ist so deine Lieblingsdistanz, wo du sagst, das mache ich am liebsten. Ah, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht, habe ich da ein Leben. Jetzt bin ich so lange weg von den Rennen geschehen, aber also mein längster Lauf war ja UTMB. Und da war es halt schon danach, dass ich mir schon gedacht habe, wie oft mag ich das wirklich machen, also 100 Meilen. Weil man spürt das schon lange danach. Ich habe auf jeden Fall. Ja. Da gibt es natürlich die, was wahnsinnig schnell regenerieren, keine Ahnung. Aber also weiter als das nicht, nein. Weil ich mag auch, dass es einmal fertig wird, nein. Also so eine Woche da herum, da, das interessiert mich nicht, nein. Also ein Spine Race, 268 Meilen im Jänner. Aber ist es fast so ein bisschen so wie bei dem ersten 100-Kilometer-Lauf, da hat man doch auch ein bisschen länger gebraucht, bis man sich wieder fit gefühlt hat und dann macht man das zweite und dritte und dann dauert es halt nicht mehr ganz so lang. Also vielleicht ist das dann auch, habe ich mir sagen lassen, bei den 100 Meilen so, dass das dann halt immer kürzer wird mit der Regeneration. Ja, vielleicht, ja. Ja. Aber die kurzen, also so, oder kurzen, aber habe ich dann schon auch gerne gehabt oder so.
Also Kenia habe ich auch so angenehm gefunden, dass man nicht hunderte Sachen mitnehmen muss. Also weil das ist nun das Nächste. Also Materialist bin ich nicht gerade. Also alles was Material, das interessiert mich eigentlich nicht so. Und dann soll man noch schauen, dass das leicht ist und zusammenpacken und schauen und auch wenn man ein Gefühl hat, man läuft wirklich, ist schon auch recht cool. Gell? Also das... Ja, also wenn es nicht nur ein Wandern erzählen, ist. Dass die da 300 Kilometer laufen mit tausende Höhenmeter. Also ich meine, das ist natürlich schon viel, einfach gehen, bewegen. Aber wer weiß, ich meine, in 3 Jahren sage ich vielleicht ganz was anderes. Das weiß man auch nicht. Gell? Oder vielleicht tue ich dann schwimmen. Oder was. Nein, Skifahren ist vielleicht nicht gesund, aber nicht schwimmen. Nein, schwimmen aber ist auch absolut nicht schwimmen. Das muss schon draußen sein und ich muss was sehen. Ne? Das ist das Gleiche, also Rennen, wenn es regnet, das verstehe ich auch nicht eigentlich der Punkt, weil man, wenn man nichts sieht, dann ist es für mich halt so, ja. Wobei, wenn du gesagt hast, die kurzen. Also es ist immer wieder lustig, wenn man das jetzt jemandem erzählt, der halt am Halbmarathon oder so läuft und sagt, die kurzen, so wie das Transvulkanier mit 73 Kilometer. Ja, ich weiß schon. aber sowas wie Transvulkanier oder wenn du sagst, ich weiß es nicht, du hast relativ viele so um die 100 Kilometer drinnen, also plus minus halt 10 Kilometer nach oben, 20 nach unten, so irgendwie um den Dreh. Kurzen, unter Anführungszeichen, was weiß ich, diese Speedtrails mit 30 Kilometer, 50 Kilometer, da findet man die ja nicht so häufig eigentlich. Nein, das war wohl da am Anfang mit dem Cavendish-Marsch, Schwarzach, ja. Aber du bist dann schon nicht die langen gegangen. Also, das ist halt eine Schotterstraße, die ersten 20 Kilometer. Also, ja. Und das war halt meine erste so Rennen oder Läufe. Das war halt mehr so, mal schauen wir mal, wenn ich das cool oder was passiert oder so diese Neugierigkeit, gell? Und dann gibt es viele coole Sachen mit Hunden, so einmal rund um das Wettersteingebirge ist halt auch cool, ne? Also so. Mhm. Ja, das ist so, für mich gibt es dann auch eine Logik, also so, das ist nicht irgendwie ein Rennen, wo man ein bisschen da und ein bisschen da und ein bisschen da, sondern es ist einfach so ein Projekt, oder? Oder so auch Transvulkania, man läuft also diese Grad da und das gibt für mich eine Logik. Also so. Ja. Also eine nachvollziehbare, sinnvolle Route quasi. Ja, genau. Also entweder um den Berg herum oder von A nach B, wenn man sagt, ich möchte von, was nicht? Ja, genau. Und das quer über die Insel laufen oder so. Was ich sehen will oder so. Gell? Ich war einmal in San Francisco, da war ich nur zum Arbeiten da, wo diese North Face-Ding da war. Also da habe ich überhaupt keinen Sinn gesehen. Also da sind die ja rundum und kreuz und quer gelaufen und ich weiß nicht, das ist so, ja. Oder UTMB ist ja einfach auch so, man läuft einfach rundum das Massiv, das ist ja mega cool, oder? Also so, ja. Ja, also da, es gibt schon so ein paar Rennen, die versteht man. Also das war so der Vergleich, wenn man sagt, der Transalpinrennen, okay, ich laufe von, was auch nicht, Garmisch nach Bozen oder so. Oh, das ist auch eine Route, wo ich durchlaufe immer. Und das Gegenbeispiel wäre für mich jetzt so also die Tour de France, wo man sagt, ja, ich fahre immer einen Abschnitt und dann werde ich von A nach B transportiert und dann fahre ich da wieder ein Stückel und dann fahren sie mit dem Auto wieder woanders hin und das ist irgendwie komisch. Ja, das finde ich auch komisch. Ja. Nein, das macht keine Logik einfach. Ja. Ja, und ich glaube, das mit den North Faces ist eine Welt, das ist so ein bisschen ein mechanisches Ding. Da musst du das Rennen 50 Meilen haben oder 50 Kilometer haben oder genau 100 Meilen. Da schickt sich's nicht, wenn es 98 Kilometer sind. Und gerade, finde ich, im europäischen Raum gibt es halt oftmals dann 82 Kilometer Rennen oder 115 oder 100. Halt irgendwo das, was die Route halt irgendwie hergibt oder was irgendwie halt Sinn macht. Klar, manchmal
glaube ich schon, dass sich die Leute noch ein bisschen extra Schleife ausdenken, damit es irgendwie noch ein bisschen länger und ein bisschen brutaler wirkt. Mhm. Aber es ist schon so mehr, dass es eher die Strecke diktiert, habe ich das Gefühl, im europäischen Raum als jetzt im amerikanischen. Mhm. Ja, das ist vielleicht so, ja. Aber dann wird sich ja das wahrscheinlich auch ändern, durch das mit den Punkten da jetzt, oder? Also da werden alle Rennen eigentlich sich ein bisschen anpassen müssen. Naja, wobei, es gibt, glaube ich, nur ein paar Kategorien, dass man sagt, die Marathon und bis 50 km, dann gibt es bis 100 km und dann gibt es die 100-Meilen-Kategorie. Und jetzt da, je nach Höhenprofil oder so, werden die dann nach oben oder nach unten geratet. Also so wie die ITRA-Einteilung, so um den Dreh herum. Okay. Weil es würde jetzt keinen Sinn machen, dass man sagt, das muss genau 42 Kilometer wie beim Marathon haben, weil, naja, wenn ich 42 Kilometer irgendwo um einen Berg laufen würde, dann höre ich halt mitten im Wald auf, ist halt doof. Ja. Dann ist es halt 44 oder 48 oder 51, keine Ahnung. Was eh wurscht ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich da auch gar nicht so aus mit diesen ITRA-Punkten und dem ganzen Punktsystem. Obwohl ich weiß, wo ich in Marokko war, da haben die schon gesagt, dass die das geändert haben wegen dem. Da hat irgendwas gefehlt, keine Ahnung, Kilometer oder Höhenmeter oder irgendwas hat da gefehlt. Okay. Und da Es wird jedes Jahr komplizierter, weil jetzt mit Steinen, die du im Weg kriegen kannst, die du dann irgendwie in den Kopf schmeißen kannst und dann, wenn du genügend Steine in den Kopf schmeißt, dann ist es irgendwie besser oder so. Und dann darfst du antreten und dann werden sie aber eingelöst und aber lustiger Seiteneffekt, Mathieu Blanchard, glaube ich, heißt er, wenn ich mich nicht täusche, der letztes Jahr Zweiter geworden ist beim UTMB, ja, ist noch nicht qualifiziert für den UTMB, weil der UTMB gilt nicht als Qualifikationsrennen für den UTMB. What? Das ist total lustig. Ja, und Mathieu, habe ich oft getroffen. Er ist ja so viel Rennen gelaufen, er muss ja schon Punkte haben genug, oder? Ja, aber es gilt ja jetzt dann nur mehr diese Running Stones und die haben es letztes Jahr umgestellt und er ist seit dem UTMB keinen 100-Meiler mehr gelaufen und der UTMB selber gilt nicht. Das heißt, er ist unter 20 Stunden in UTMB fertig gelaufen, aber ist noch nicht qualifiziert, dass er laufen darf. Das ist irgendwie absurd. Ja, das ist aber schon echt Sache, oder? Ja, ich weiß nicht, also das mit den Stones da, ja, ich sag mal, das wird sich viel verändern jetzt und so viel mehr Geld, weißt du? Und das finde ich halt, das ist so ein bisschen die dunkle Seite des UTMBs. Ich finde den Event selber auch geil. Und wenn man dort an der Startlinie die Möglichkeit hat, dort mal an der Startlinie zu stehen, finde ich, sollte man das schon noch machen, weil das ist einzigartig, wie du schon gesagt hast. Das war das erste und einzige Mal, dass man bei einem, dass man die Gansel hat hinten untergelaufen. Aber ja, es ist halt mühsam. Du musst dich irgendwie einlesen und Steine und das und jenes. Und es ist halt schon ein Megaprojekt, als Otto-Normal-Läufer dort irgendwie teilzunehmen. Wahrscheinlich, also bei mir war das auch ganz anders. Ich weiß nicht, wenn ich überhaupt da das als Ziel gehabt habe, aber das war einfach da Silvester, da habe ich gesehen, dass ich alle Punkte habe und dann habe ich mich angemeldet, ganz einfach. Gell? Also bei mir war das nie so ein Kopfding und ich bin so froh, dass das einfach gut aufgegangen ist, weil jetzt habe ich das gemacht und das ist so cool, weil jetzt da mit diesen Stones und so, da, das wäre ja super schwierig alles. Ja, es ist jetzt da, glaube ich, es ist jetzt da noch komplizierter wie so Western States Lotterie und so weiter und so fort und die ist schon ein bisschen komisch mit, wenn du so und so oft irgendwo irgendwas meldest, dann kriegst du Lose und die verdoppeln sich und dann passieren Sachen und es ist komisch. Das ist für mich genauso undurchsichtig wie irgendwelche Nominierungen wie für EMs und WMs, wo irgendwelche Vereine, wir hoffen, dass wir da irgendwann noch jemanden vors Mikrofon bekommen, der für das verantwortlich ist oder da mitmacht und es das erklären kann, weil als Außenstehender sind diese Nominierungen für Events total unnachvollziehbar. Also da fragt man sich manchmal. Meinst du jetzt beim WM oder meinst du jetzt? Ja, genau. Also wie bei WM glaube ich halt,
das ist ja bei Olympiade und so auch, da entscheidet ja jeder Land für sich selber, was genau. Für Kriterien. Also ja, aber jedes Land hat andere Land Kriterien. Ich kenne gar niemanden, weil niemand wirklich die so gut ist. Gell? Ja, und jetzt bei der Trail-WM in Thailand hat man es ja gesehen. Mal schauen, ob das dieses Jahr in Innsbruck auch so ist. In Thailand, wo halt Spanien und Italien total viele Leute geschickt haben und auch gut waren. Hm. Und Frankreich natürlich. Und was weiß ich, aus Deutschland, Österreich, Schweiz sogar noch mehr, aber Deutschland, Österreich sehr wenige. Ich weiß nicht, wie es jetzt da Schweden, habe jetzt nicht verfolgt, ob die viele oder wenige geschickt haben und ob das die Besten waren oder nicht. Also, und welche Kriterien? Also das. Ja, also in Schweden war das vier Frauen und da ist es so, dass die Kerstin Rosenquist, sie darf das aussuchen, also sie ist der Teamleader und das ist ja von Leichtathletikverband und ich würde schätzen, erstens schicken die sicher nicht jemand, was nicht gewisse, also ein gewisses Niveau haben und sie hat mir geschrieben, dass sie gar keinen Mann gefunden hat, das finde ich auch sehr interessant, aber da werden die einfach auch viele Nein gesagt haben, ganz einfach, gell? Ja. Ja, ich meine, vor allem Thailand kann natürlich gut sein, dass die gesagt haben, hey, das war jetzt der Saisonabschluss, vielleicht passt mir das nicht in meinen Rennkalender oder ja, keine Ahnung. Ja, dann wird es halt auch vom Budget abhängig sein, von den Ländern, wie viel die da überhaupt vielleicht auf Trailrunning investieren oder das wird sich sicher vieles ändern und ja, das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, also Österreich, Deutschland, so ein bisschen, das ist auch so, was ist ein Trailrunning, was ist ein Berglauf und da sind die ja eh schon beschäftigt mit, so, das noch bestreiten über so unglaublich uninteressant oder halt also ja, ich weiß nicht, die legen sich so viele Steine im Weg oft und jeder muss sich so behaupten, das ist unglaublich, ja. Das ist so klein. Aber wenn ich mir jetzt an Schweden denke und Trailrunning, denke ich sofort Peter Engdahl. Mhm. Also. Aber wenn er zum Beispiel nicht mag, dann. Genau, da kann es natürlich sein, dass der gesagt hat, er hat keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung. Ja. Aber der wäre jetzt da quasi bei mir ganz, ganz oben auf der Liste. Weil ja, aber weißt du, die müssen halt mögen, auch, ne? Ja, klar. Und ich weiß andere. Was gut war, die sind ja da eher auf die 100 Kilometer WM, haben die wahrscheinlich so flach, oder? Ja. Ja. Naja, das ist echt spannend, weil bei der WM hast du natürlich nur, unter Anführungszeichen, einen langen, also mit die 80 Kilometer, wo eben die ganzen Leute, die jetzt da auf die 100 Kilometer und so weiter gut sind, mitmachen würden, also die ganzen Leute, was weiß ich, irgendwo zwischen, wenn man jetzt UTMB-Kategorien hernimmt, zwischen OCC und CCC, so in der Gegend. Und der Rest von den Bewerben ist ja eher Marathon und kürzer. Mhm. Also was halt wirklich eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit dann auch schon ist. Mhm. Ja, total, ja. Aber was würde ich sagen, dann ist es ja auch so, dass WM ja von den Verbänden organisiert werden und das steht natürlich auch in Konflikt mit den Marken und die Marken sind ja so, also die möchten sich halt da, also das ist so viel Politik und so viel Machtkämpfe im Hintergrund und es wird auch von einigen Marken auch nicht gern gesehen, dass die laufen WM und so, gell, und ja, kann man denken, was man will über Sachen. Das ist so, viele Sportarten haben sich ja mit dem auch verändert, gell? Also ja. So wie Skimo oder ja. Ja. Ja, das ist halt schade, weil gerade so ein WM, weil dass man sagt, ja, es gibt den UTMB, das wäre so quasi das Highlight oder den Western States, das ist halt bei den Amerikanern wär's der Western States. Und zwar ein WM hat halt schon immer den Vorteil oder die Möglichkeit, dass du sagst, einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre treffen sie wirklich alle der Weltspitze und machen das. Das ist halt,
bei anderen Läufen, wo du sagst, ja, dieses Rennen wird unterstützt von, weiß ich nicht, der Ironman Group und dieses Rennen ist unterstützt von Dynafit und dieses Rennen von Salomon und das dritte Rennen von, keine ja, Ahnung. Ja, aber dann ist es ja so, weißt du, dann hast du ein WM, das ist riesig, das ist teuer, welche Marken können da mitspielen? Dann ist es auch nur eine Handvoll Marken, was in Frage kommt. Naja, das ist eher von den Leichtathletikverbänden ohne Marken. Hä? Das müssten dann eher die Leichtathletikverbände machen, ohne die Marken. Ja, sagen, hört zu, liebe Marken, ihr könnt das restliche Jahr gehört euch, aber das eine gehört uns. Ja, aber die werden ja auch gesponsert, weißt du? WM wird auch gesponsert, keine Ahnung, wer da sponsert in Innsbruck, aber es ist einfach Geld und Macht und Politik. Also das ist so einfach. Und wenn Verbände mitkommen, dann ändert sich schon viele Sachen. Ja. Und so Ding, das auch ist, aber ich glaube, das ist auch gerade erst im Entstehen, weil es gab dann irgendwie diese World Series, die es ja jetzt irgendwie so irgendwie dann doch irgendwie nicht mehr gibt. Also ich glaube, es gab schon ein paar Versuche, so irgendwas Ähnliches ins Leben zu rufen, die alle mal besser, mal weniger gut funktioniert haben. Ich glaube, da wandelt sich gerade so auch ein bisschen, das Trailrunning versucht ein bisschen zu einem legitimen Sport zu werden und das sind halt irgendwie so die Wachstumsschmerzen, die irgendwie mitkommen. Und wir als Zuschauer oder als Mitpackläufer können das eh nur irgendwie solche Events wie die Trail-WM mitnehmen und uns halt freuen, dass wir hin und wieder dann einen Blick auf die Stars werfen können. Ja. Ja, wobei, wenn du vor Ort bist, vielleicht können wir dann vor Ort auch einen Blick auf dich erhuschen oder du kannst dann irgendwie was zu einem Rennen kommentieren und uns sagen, wie die das dort vor Ort so angehen, wenn du da die Leute ja kennst auch. Das können wir machen, ja. Ihr seid da dann, oder? Ja. Wir sind die ganze WM-Woche da, ja. Und auf das greife ich gerne zurück dann. Und der Peter ist so ungeniert, der greift da sowas sicher zurück. Richtig. Wie viele Athleten kennen da? Wisst ihr das, oder? Ich glaube, es ist schwierig jetzt dann noch, also wir sind jetzt noch zu früh, weil die ganze Nominierungsgeschichte der verschiedenen Länder ist, glaube ich, bis März, wenn ich mich nicht täusche. Also es gibt Länder, die haben jetzt schon die ersten Nominierungen gemacht. Also Deutschland hat angefangen mit dem A-Kader und diesem Perspektivkader, aber die richtige Nominierungsliste kommt dann erst im März oder Anfang April, was ich persönlich für sehr spät halte, wenn ich im Mai oder im Juni eine WM mache, dass ich im April erst den Leuten sage, oh, hier, du darfst laufen. Das ist so. Also da ist meine Saisonplanung durch. Also schwierig. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Illusion empfehle, aber du wirst wahrscheinlich nicht nominiert. Also deine Saisonplanung kann ruhig schon durch sein. Also, na super, danke, dann habe ich keine Lust mehr drauf, wenn ich nicht nominiert wäre. Also ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt die Blase platzen lasse. Aber so ist es schon auch für die richtig guten Arbeit auf die Bahn oder so, musst du ja auch dein Limit zuerst schaffen, dann schaffst du vielleicht auch erst ein, zwei Monate. Also so ist es. Ist ja nicht so, dass du das Jahr vorher, passt ja auch eigentlich, weil man soll ja da fit sein, nicht so ein Punkt, ne? Ja, aber du würdest, also wenn ich mir das in der Vorbereitung vorstelle, dann würde ich sagen, wer war letztes Jahr, also 22 on top, also wäre es gut und dann nur mehr eine, ja, ich würde mal sagen, Formbestätigung. Aber wenn du jetzt auf die 80 Kilometer antrittst, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht im, weiß nicht, April noch einen 80er auf Angriff machen, nur damit du dann starten darfst. Also, Nein, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also, du bist die geordnete Volta, dann machst du es wahrscheinlich zwei Wochen vorher nochmal, damit du dich warm laufst. Ja. Begleitet vom Prosvaten oder so. Ja. Aber um wieder den Schwenk zurückzubekommen, jetzt hast du ja gesagt, du bist mit dem Diagonal Diffus und du bist aber noch quasi in der Regeneration oder dem Zurückkommen. Hast du dennoch irgendwie so kurzfristige Pläne, was du irgendwie dieses Jahr vielleicht noch angehst, wenn dein Körper das zulässt, oder sagst du nur, du gibst ihm jetzt Zeit und schaust dann weiter? Ja, ich werde mir noch ein bisschen Zeit geben, also schauen, wie es mir geht. Also rein gesundheitlich auch und halt so, ja. Aber es ist ja auch nicht so einfach, weil ja alles schon ausgebucht ist, gell? Also so. Und
Aber jetzt bin ich so weit weg, lang weg und ich habe früher war das ja, hat man die Punkte gehabt und hat man sich überall melden können und das ist auch schon vorbei. Und deswegen muss ich schauen, ein bisschen, wo ich überhaupt, wenn dann auch einen Startplatz kriegen würde. Das ist super schwierig, weil so lange Sachen und ich möchte mich halt da nicht anmelden, wenn ich nicht weiß, wenn ich laufen kann. Und das ist echt super schwierig geworden, ja. IATF, und viele Dinge Innsbruck. Sind ja so schnell ausgebucht. Was hast du gesagt? Ja. In IATF, Innsbruck Elbein, der wäre vor der Haustür. Ja, genau, ja. Aber der ist halt relativ bald. Der ist Anfang Juni. Also der ist das Wochenende vor der WM. Eine Woche? Genau, jetzt Wochenende vor der WM. Also die WM ist 6. bis 10. Juni und der IATF ist 1. bis 4. Juni. Ja. Ja, das wäre halt ums Eck. Aber ich will da, oder der Cut 100, der ist auch nicht weit weg, der ist im August, also es gibt da schon ein paar. Ja, oder ich würde ja empfehlen, den Cut 80, der Karnische Höhenweg in Kärnten. Ah, gibt's auch. Ja, dieses Jahr das erste Mal. Also, wenn du dort starten willst, da kriegst du garantiert noch einen Startplatz. Da reden wir mit dem Veranstalter. ist auch eine sehr kleine familiäre Veranstaltung. Also, da ist wenig UTMB-Feeling, aber dafür umso bessere Trails. Heißt das Karnische Ungetüm. Kutz steht für Karnisches Ungetüm. So heißt der Lauf. Das heißt, ist das du erste dabei bei der Organisation? Na, wir kennen sie. Okay. Und die machen das jetzt das erste Mal und das wird sicher ganz lustig. Ja. Also, vor allem der Weg ist, es ist halt so wie der Berliner Höhenweg, es ist halt ein Höhenweg, den es halt immer gibt. Und der ist halt sehr logisch, dass man läuft von Silian nach Kötschach-Mauten. Und der ist, cool. Und wann ist das der? Ist sicher im 26. August. Genau, 26. August, richtig. Bist du beeindruckt, dass ich das noch weiß? Ich bin sehr beeindruckt. Er hat 80 Kilometer mit 5000 Höhenmeter. Ja. Also auch nicht. Völlig, ja. Genau, und der geht quasi einmal auf den Berg rauf, wälzt sich dann da oben entlang und dann läuft wieder runter. Ja. Wobei das dahin wellen, das sind schon ordentliche Wellen. Relativ halt. Aber unter Ultraläufern wissen wir schon, was mit der Hinwell gemeint ist. Da wissen wir, dass da nicht ein paar 20 Kilometer rauf und runter gemeint sein kann. Ja, also, aber da gibt es sicher auch in der Gegend, also das finde ich so schön in Österreich, dass du wirklich viele lokale Geschichten hast. Also, dass du da, ich meine, nicht die ganz großen, wenn man jetzt sagt, Western States oder UTMB oder Diagonale de Fou, aber du hast schon durchaus anspruchsvolle und coole Rennen in der Gegend. Na, voll. Also inzwischen gibt es ja so viele Läufe, dass man ja fast verwirrt wird von das ganze Irgendwie. Ja, aber vielleicht sehen wir dich ja irgendwo. Ich hoffe doch sehr bei der WM und vielleicht bei anderen Rennen. Wer weiß. Ja, eben. Was habt ihr jetzt vor? Also ich mache den Lindkogel-Trail im März, das sind 50 Kilometer, dann den Mozart, also den Mozart 100 in Salzburg und dann den CCC im September. Ah ja, cool, schön. Ich bin weniger spektakulär unterwegs, ich bin Jungfahrt und habe wenig Zeit, Ultras zu laufen. Ich bewege mich eher so die Unterdistanzen dieses Jahr. Oder ich halt so irgendwie hinkriege. Bei dir ist Sohn großziehen, der Ultra, das ganze Jahr. Das ist richtig. Nein, ich hab eine Zeit lang mit Kutki lieber, ich glaube aber, dass 80 Kilometer zu viel sind dieses Jahr. Ja, schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Das Jahr ist ja noch jung. Ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt schon planen muss. Ich kann mir mit der Planung auch ruhig noch Zeit lassen. Ja. Wir haben ja, man hat ja auch Zeit, man kommt ja nächstes Jahr und also, Und wir sind ja noch alle sehr jung. Ja, genau. Mhm. Noch keiner in der M50. Das machst jetzt wieder gut, was du vorher verbockt hast, oder? Ich tue mein Bestes.
Ja, Flo, erzähl. Ich habe nichts mehr auf meinen, nein, ich habe nichts mehr auf meinen virtuellen Papierblock. Ich auch nicht. Hast du noch etwas, wo du sagst, das willst du unbedingt loswerden? Das willst du uns noch mitgeben? Boah, nein, eigentlich nicht. Also mehr als, ja, hoffe weiterhin, dass Trailrunning so schön bleibt, also schöner Sport und die Community. Und dass, ja, dass die Stimmung so bleibt, ja, dass wir uns freuen füreinander und dass es ein bisschen so bleibt, wie es ist eigentlich, ja. Aber schön, wenn auch neue dazukommen und das genießen können. Ja. Das, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, oder? Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen, Peter. Na. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in Bälde wieder. In dieses Mal dann wahrscheinlich live in Innsbruck. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke. Danke für die Einladung. Danke. Ciao. Ciao. Und zum Schluss kommt nochmal euer Nutrition-Gewissen. Diese Folge wurde unterstützt von Pure Encapsulations. Mit Laufen 15 erhaltet ihr 15% auf eine einmalige Bestellung. purecaps.net. Hingehen, versorgt sein. Bis dann. Ciao.